Euch. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. 48 und wir sind live. Für alle diejenigen, die gesagt haben, wir schaffen es nicht. Ha, wir haben es doch geschafft. Got it. Got it, yay. Benni, schalt mal um. Schön, hi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Palettentalk. Diesmal wirklich live und diesmal haben wir es auch geschafft, pünktlich zu starten. Und wir hoffen, dass die ganze Kiste jetzt endlich mal durchhält und dass das irgendwie mal funktioniert im dritten Anlauf. Alle guten Dinge sind drei, oder? Und heute haben wir wieder einen Special Guest da. Er macht gerade so. Also er, wisst ihr jetzt schon, wenn ihr das in YouTube vielleicht gesehen habt, könnt ihr schon ein bisschen erahnen, was Sache ist. Genau, was machen wir heute? Tja, ich würde sagen, wir fangen mal wieder mit einem guten Wochenrückblick an, oder? Na dann machen wir doch mal den Wochenrückblick. Let's go! Servus, schön, dass ihr da seid. Schön mal. Und Jerry? Angezeigt wurde, dass er läuft. Kirchengeistkonferenz, ja, wir treffen, oder es findet immer wieder regelmäßig Treffen statt.
von den Ehrenamtlichen und Delegierten aus dem Kirchenkreis. Das heißt, es sind die Jugendreferenten und Ehrenamtliche aus Feuchtwang, Dinkelsbühl, Ansbach, Gunzenhausen dabei und eben auch wir aus Bad Windsheim. Da habe ich, dass ich da irgendwie teilgenommen habe. Und sie haben es dann kurzfristig auch auf Zoom geändert. Und da ging es dann einfach mal darum, was ist denn überhaupt so auch machbar? Was ist denn so der aktuelle Stand? Wie kann das denn jetzt auch Corona-Zeiten aussehen? Einfach so ein bisschen ein Austausch, der dahinter stand. Genau. Ja, so viel zum Wochenrückblick. Genau, so viel zum Wochenrückblick. Der Bus ist auch wieder da. Hat ein Schweineviel Geld gekostet, aber zumindest funktioniert er jetzt wieder. Kann wieder ausgeliehen werden, falls jemand einen Bus braucht. Genau. Dann würde ich vorschlagen, versuchen wir es mit dem nächsten Video bei Do It Yourself. Gesehen habe, einen Adventskalender DIY gemacht. Das bedeutet, wenn ihr Lust habt, einfach mal kreativ zu werden und vielleicht noch kein Geschenk für die Adventszeit habt, dürft ihr das natürlich jetzt selbstverständlich gerne mal ausprobieren. Ihr seid eurer Kreativität ist natürlich keine Grenzen gesetzt. Also vorne könnt ihr es ganz gut gestalten mit Washi-Tape, wie auch immer, wie ihr wollt. Und hinten sind dann immer ganz süße Motivationszitate oder ähnliches drauf oder Aufgaben, zum Beispiel singe ganz laut dein Lieblingslied. Ist vielleicht mal eine schöne Idee, gerade in Corona-Zeiten sich selbst einfach mal was Gutes zu tun oder eben anderen was Gutes zu tun. Genau, und die Ideen, die wir hinten drauf oder die du hinten draufstehen hast, die tun wir jetzt auch noch irgendwo hin, ne? Ja, vielleicht mal in die App oder so, also wenn ihr Ideen braucht. Genau, also heißt, wir werden das einfach die Word-Datei mit den Sachen, die hinten draufstehen, stellt ihr Nesco euch auch noch zur Verfügung. Für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so kreativ sind, vielleicht eine Idee dahinter. Ja! So viel zum Thema Do-it-yourself, ein Ideengeber, was man denn so machen kann. Ich würde mal sagen, die Spannung steigt. Die Spannung steigt, wer heute unser Gast ist. Und genau, das ist super, was da im Hintergrund abläuft. Ich glaube, das Lachen verrät schon ein bisschen. Schauen wir uns doch einfach mal an, oder? Wer das denn sein könnte. Bin ich die Oska? Thank you.
Oh Gott. Herzlich willkommen, Juice oder Flo Hartmann. Ja, vielen Dank. Der Abschleppdienst ist auch da. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich muss jetzt gerade schon mal. Du hast das Video zum ersten Mal gesehen, ne? Zum ersten Mal, absolut. Aber bin definitiv ich. Hat dich gut getroffen, oder? 1:1, ja. Okay. Vielleicht sagst du mal kurz, was denn du eigentlich so treibst, weil ich weiß es, aber. Ja, ich glaube, das Video ist auch da, also im größten Teil nur Unfug. Nein, also. Du bist beim Konfi-Camp dabei. Ich bin beim Konfi-Camp dabei. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie auf dem Zeltlager bin, dann unterstütze ich dich kräftig beim Organisieren vom Konfi-Camp und die Anna und den Manu, danke. Und von daher, ja. Du kommst aus der großen Hauptstadt Aldeberna. Yes, Welthauptstadt. Welthaupstadt. Und hast du auch in Obernzell und Jutz ab und an was mitgemacht, oder? Ja, natürlich. Ich bin auch noch in der Kirchengemeinde, wenn die irgendwie Radtour machen oder sowas, bin ich auch noch dabei. Aber ja, wo es brennt. Wo es brennt. Wo es brennt. Alles klar. Hey, Jus, wir haben da zwei Zettel vorbereitet. Du kannst ja jetzt auswählen, 1 oder 2. Ich will die 2. Du willst die 2. Alles klar. Damit die 2 nicht, ne? Ich schau mal, wo es nicht drin ist. Da sind nämlich ein paar Fragen drin, weil jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. 17 Fragen an. Na, schauen wir mal, was es ist. Glasierter Donut oder Burger? Donut. Oh, echt? Ja. Was ist das letzte Lied, was du unter der Dusche gesungen hast? Ein Mix aus vielen. Ballermann-Hits, Ärzte, keine Ahnung, also es ist... Willst du uns was vorsingen? Nein. Okay. Meine Freundin, killt dich? Meistens schon, wenn ich unter der Dusche stehe. Okay. Wenn man dich grundlos verhaften würde, was würden Freunde und Familie glauben, dass du getan hast? Ja. Auf jeden Fall irgendein Blödsinn. Irgendwas Dummes muss es gewesen sein, weil sonst... Rückwärts an den Baum fahren? Zum Beispiel. Hat er gerade gemacht. Yes. Stoßstange im Arsch. Ja, richtig. Aber so richtig schön. Angebumst. Angebumst. Dann können wir direkt die nächste Frage stellen an dich. Einfach, weiß ich auch. Ne? Ist ein Hotdog ein Sandwich, warum bzw. warum nicht? Du stirbst, wenn Hotdog, ja. Du willst ein Hotdog? Ja. Okay. Ja, aber die Frage ist ja, ob ein Hotdog ein Sandwich ist. Und warum es eins ist oder warum es keins ist? Nee, du, komm. Ein Hotdog ist doch so ein Ding drauf, die nennt man doch so ein Würstchen. So. Boah, die Wiener Wörter. Nee, die hast du doch beim Sandwich nicht drauf. Dann das passt doch nicht. Okay, gut. Okay, gut. Also, dann. Tag oder Nacht? Tag. Dann. Was würdest du tun, wenn du Gott wärst? Boah, jetzt wollen wir mal ernst. 5 von 10 Geboten durchsetzen. 5 von 10? Ja. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst kein Neidhammel sein und nicht Ehe brechen. Hat man schon. Scheiße, was haben wir noch nicht gehabt? Töten! Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Okay, hau raus. Sexy Sandy oder Oscar? Ja, Cutie Boy. Ganz klar. Reißt alle mit. Alles klar. Was war dein bestes Erlebnis mit der Kirche? Hat das schon jemals aufgehört? Also, keine Ahnung. Egal, was man irgendwie Konfi-Camp, sämtliche Ausflüge, die mir jemand macht, ich glaube, das ist jedes Mal ein Highlight. Also, gibt nichts. Träumer oder Realist? Ein realistischer Träumer. Telepathie oder teleportieren? Telepathie. Klappt nur nicht, bringst mir noch kein Bier. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du und wieso? Schoki. Mag jeder. Schokolade? Ja. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch.
Kann ich unterschreiben. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für all meine Freunde und Familie. Was tut dir in Corona-Zeiten gut? Solche Momente. Hauptsprich raus. Was bereitet dir besonders Freude? Viel eigentlich. Also, ob es die Zeit mit der Freundin ist, Zeit mit Familie, Zeit hier, Zeit einmal im Fitnessstudio. Kleine Dinge machen es. Nenne drei Adjektive, die dich beschreiben. Eins stimmt auf jeden Fall, chaotisch, lustig und dritte? Keine Ahnung. Helf mir mal. Ich hätte gesagt Herzensmensch. Das klingt so lieb. Alter, das klingt so lieb. Meinst du, wir machen hier in den Talkshow die... Ja, vergiss es. Die bösen Jungs. Ich habe gewusst, dass es witzig wird und dass ich mich nicht zusammenreißen kann, aber ja. Für welche drei Dinge bist du am dankbarsten in deinem Leben? Pow! Das ist die letzte Frage. Danke, und das ist, glaube ich, mit Abstand die schwerste, weil ich glaube, alles, was ich irgendwie mache, hat irgendwie, bringt mir irgendwas zurück. Und alles, was mir Freude bereitet oder irgendwas zurückbringt, ich bin also wirklich für jede Kleinigkeit dankbar. Also, ob es jetzt hier das ganze positive Feedback ist, ob es daheim die Familie ist, ob es die Freunde sind, keine Ahnung. Also wirklich ja jede Kleinigkeit, wo mich ausmacht oder mich unterstützt oder mir in den Rücken steckt, bin ich dankbar über jede Freude. Voll gut. Ja. Das waren auch schon 17 Fragen. Boah, mir ist das vorkommen wie 100. Aber weißt du, was ich das Spannende dahinter finde? Und das, finde ich, zeichnet dich schon auch echt aus. Du hast genau diese Mischung aus, du bist der Clown, den viele von euch vielleicht auch genauso kennen. Aber irgendwie zeigt er sich ja auch mal auf einer ganz anderen Seite. Und zwar auch sehr tiefgründig, auch wenn man das vielleicht manchmal gar nicht glaubt. Das ist ja eigentlich jeder Wissen eigentlich. Scheiße glauben, würde ich mal sagen. Ja, ich habe dich gefragt, ob du willst. Ja. Aber okay. Wenn wir so einen Fade-Button hätten, würden wir den jetzt einmachen, ne? So ein Stefan Raab. Ja, genau. Den haben wir aber nicht. Schade. Aber ich habe heute noch was in der App gelesen, was du noch vorhast. Ah, nee, was hast du denn da wieder gelesen? Nein, du wolltest irgendwas in Bergelstaden. Ach, ja. Ja, doch, nee, ich finde das eigentlich eine coole Geschichte. Dadurch, dass ja die Karre letzte Woche da war und eben noch die Jungsgruppe aufmachen will und einfach auch die Nachfrage da ist, würde ich das schade finden, wenn sich da nichts zusammengibt. Und ja, wir haben uns jetzt gestern getroffen, wir haben zuvor schon ein bisschen geschrieben und haben uns jetzt gestern getroffen. Und ja, sind drauf gekommen, hey, ist ein cooles Ding, das passt. Zwischen uns auch, wir sind so auf dem Level, haben so dieselbe Vorstellung. Und jetzt habe ich gesagt, komm, da mache ich eine Jungsgruppe, die parallel zu ihrer Mädelsgruppe irgendwie läuft. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also wird nächstes Jahr im März jetzt ungefähr starten. Ich bin gespannt. Also, falls ihr Lust habt, einfach melden. Ich suche immer noch Mitarbeiter. Mitarbeiter für eine Jungsgruppe in Magdeberge. Es gibt einen Haufen Jungs. Es gibt aber leider noch zu wenig Mitarbeiter, die das wirklich mit in Angriff nehmen. Du würdest eben mitmachen und suchst eben noch Mitstreiter, die das initiieren und machen und dann so im Laufe der nächsten Zeit rausgehen. Kam halt direkt auch schon die erste Nachfrage. Also ist geil. Also ich hoffe, das klappt. Ja. Allein für die Jungs. Ja. Ja. Sau cool. Na, da sind wir gespannt, was rauskommt und vielleicht sehen wir dich ja dann irgendwann in einer anderen Form oder nochmal in so einer Form, wo du dann mal erzählen kannst, was eigentlich bei euch in Bergeland läuft. Ja, genau, mal schauen. Das wäre eigentlich ziemlich cool, ja. War es jetzt so schlimm? Ja, ich schwitze. Ich schwitze nicht immer auf der Erde. Das ist die Lampen. Ach so. Ja.
Das war nicht ganz so schlimm, oder? Nein, also ich muss ehrlich sagen, ein bisschen aufgeregt wurde, weil ich keine Ahnung hatte, was halt auf mich zukommt, aber nee, war echt in Ordnung. Und ich finde das eh für total coole Geschichte, was er da aufzieht. Von daher. Danke. Ja. Weiter so. Mach mal, wir vergeben uns Mühe. Wenn es klappt mit der Technik. Schnauze. Dann würde ich vorschlagen, danke dir, Juice. Danke dir für die Einladung. Und wir haben jetzt eigentlich nur noch unseren letzten Punkt, und zwar den Impuls. Diesmal hat es keine 10 Anläufe. Auf der Kirchenkreiskonferenz gab es eine schöne Frage, die ich euch einfach mitgeben möchte und da steht. Und zwar geht es darum, Mutmacher für junge Menschen in unserem Kirchenkreis. Und da wurden wir gefragt und sollten einfach so Mutmachersätze mal hinschreiben. Und das ist so das Sammelsurium von allen möglichen aus dem ganzen Kirchenkreis, die eben so ein paar Mutmachersätze für Jugendliche mitgegeben haben. Und da würde ich euch gerne einfach 2, 3, 4, 5 mitgeben als kleinen Impuls. Freu dich an Kleinigkeiten. Du bist nicht alleine. Nach der Krise geben. Freu dich am Regenbogen. Erkenne in deinem Gegenüber Gott. Lächle, du kannst sie nicht alle töten. Schau zu den schönsten Gipfeln. Wir sind mehr. Jeder ist bedeutend. Du bist nicht alleine. Menschen und Gott sind an deiner Seite. Und viele, viele weitere Sätze, die Mut machen sollen. Mut machen in der aktuellen Situation und die ich euch einfach gerne mit auf den Weg geben möchte. In diesem Sinne hat es diesmal von unserer Seite deutlich besser geklappt. Wir werden es nachher sehen, ob es wirklich so gut geklappt hat. Und dann hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder und einen Abend. Ciao!